19 Jahre oder jünger, diese Talente haben vom Transfermarkt die größten Marktwertaufwertungen bekommen. Auf der 10 Jonathan Burkhardt, der 18-jährige Mittelstürmer von Mainz 05, steigt ein bei 1,5 Millionen. Das ist nämlich der erste Marktwert für ihn. Auf der 9 Evan Ndika, der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt. Er gewinnt im Marktwert 2 Millionen Euro und ist jetzt 6 Millionen wert. Linton Meiner, 19 Jahre jung, Außenstürmer von Hannover 96. Er mit einem Plus von 2,5 Millionen Euro auf 3,5. Dan Axel Sagadou, Platz Nummer 7, der Innenverteidiger von Borussia Dortmund, ist jetzt 8 Millionen Euro wert, ein Plus von 3 Millionen. Achraf Hakimi, auch er spielt beim BVB und ist ja ausgeliehen für 2 Spielzeiten von Real Madrid. Er ist sogar schon 11 Millionen Euro wert, ein Plus von 3,5 Millionen Euro. Ibrahima Konaté von RB Leipzig, er ist jetzt sogar 12 Millionen wert. Reiss Nelson, 4 Tore in 4 Bundesligaspielen für den 18-Jährigen, der für die TSG Hoffenheim stürmt und ausgeliehen ist vom FC Arsenal. 7,5 Millionen Euro sein neuer Marktwert. Auf der 3 Arne Meyer mit einem Plus von 7,5 Millionen Euro. Der 19-Jährige von Hertha BSC Berlin ist nun 15 Millionen Euro wert. Auf der 2 Kai Havertz, der wertvollste von allen 10 Spielern, die wir hier sehen. 55 Millionen Euro. Der Marktwert des Mannes von Bayern 04 Leverkusen, ein Plus von 20 Millionen Euro. Und am meisten hat er gewonnen, Jadon Sancho, nämlich 25 Millionen Euro zu jetzt 45 Millionen Euro im Marktwert.